Oh, ich habe weniger gemacht. Wegen Fleet Maintenance. Nein, mehr gemacht. So. Mal hier in Taxation rein. Alle von Azteken. Raskan und Kolima sind beide gegen den. Kolima ist ja verbündet. Lass die das Wort fighten. Ah, da. War sogar angefangen. Ich muss als nächstes Barahonas sichern. Ich hoffe, dass ich das hier irgendwie so gut wie möglich kolonisieren kann, aber scheinbar wollen die das nicht. Karibik ist ja halt gerne das einer der erst kolonisierten Sachen. Hier bin ich noch weg? Von den noch zwei Ideen bin ich vom nächsten Kolonierding weg. Ja, das ist bad. Aber kann ich auch nicht viel machen zurzeit. Von der 5 Development. Separatisten. Denn AK Dingster Bumster. Ah, da. Wir haben es immer drauf. Und ich sollte versuchen, vielleicht noch ein bisschen mehr Militär rauszuholen. Wir wollen mal eine zweite Kavallerie haben. Und später noch ein, zwei Kanonen dazu. Geht. In den Loan. Das ist der nächste Loan dran, 86. Dann sollten wir hoffentlich 65 Gold zusammen haben. Schauen wir mal, ob ich irgendein Gebiet hier Korn will. Guatemala hat 14, 21, 29, 34, das ist nicht übel. Gar nicht so schlecht, 34 ist voll in Ordnung. Und hier sind so viele Gebiete, alles Dschungel, ne? Ne, da sind Hills. Local Development viel zu teuer. Ist nicht durch. Also
6. Das ist in Ordnung. Ability. Ich krieg die 4,3, damit sollten die zufrieden sein. In den beiden besser. Die Pettin ist schlechter. Da geht's mit dem Konvertieren. Dazu brauche ich ein Spy Network. Und ja, gleich wieder einen wieder was für dich. Oh, da hast gerade ein Doomsday. Wie gerne das Aztec ein Doomsday hat. Wir wünschen. Gut, wieder gratis Points, so wie es aussieht. Dann ist das 87, das dauert noch ein bisschen, aber hier kriege ich Points, wenn ich möchte. 56. Energie braucht unbedingt mehr Land. Bisschen. Ja, nicht zusammenkriegen. Wo wir 3 Gold verdienen. Insgesamt. Warum habe ich Corruption? Ich bin so ein Depp, ich habe mein Tech nicht angepasst. Ich habe hier zu viel Tech, den anderen zu wenig. Jetzt kriege ich deshalb Corruption hoch. Unbalanced Research, ja. Einfach nur warten sollen. Ich bin so ein Depp. Und Vincent ist fertig, gut. Thank you.
wieder zurück. Um versuchen, die Arm hier zu machen. Wie teuer wäre momentan der Missionary Strength Typ? 20 Gold, um den anzuheuern. Okay. Oh fuck. Wie ist das denn gekommen? Ich hatte gerade nur 90, nur 80%. Oh shit. Das sagt. Ich dachte, ich kriege meinen letzten Lohn weg, aber nö. Noch mal verlängern. Mal sehen, ob ich das hinkriege. Ich hoffe, dass ich den Tod kriege. Ah, das sieht ganz gut aus. Klischee. Okay. Eine weitere Kolonie fertig. Ich meine, ich wollte bei Rohanas noch unbedingt haben. Und ich wollte eigentlich das hier noch unbedingt beten. Was Geld bringt. Bin schon wieder unzufrieden. Unzufrieden, die wollen wieder mehr Land haben. Wie ich was gestatet habe. Gebe ich denn mal irgendwas hier? Nein. Wertvoll. Das ist ganz gut. Provinz hier. Sant Lucia. Was ist Sant Lucia? 50% oder 50 Dukaten. Ja, nehmen wir die 50%. Die 50 Dukaten können wir uns nicht leisten.
Oh, du Sucker. Hör auf damit! Und er sieht schneller als ich. Mal sehen. Und die Merchants zu wenig Einfluss. Weil die kaum Provinzen haben. Deshalb haben die Merchants zu wenig Einfluss. Ist doch schwer, den Einfluss zu geben, ehrlich gesagt. %32. Brauchen mindestens 10er Provinzen. Die meisten haben 9. Die meisten Provinzen. Das sind 3, 7, 9. 7, 9. Will ich irgendwo eine Provinz developen? Und E-Cup hat die 9, dann die hat 7. Vielleicht will ich die hier developen. Da wohnt ja nur 5. Belize. Teuer. Was mit Money? 65. Das war halbwegs. Okay. Da könnte ich ein Trade-Gebäude bauen. Auf Dauer mehr Geld bringt. Fertig, auf nach Baron Hanas. Zurück. Schade, mein Ding wurde entdeckt. Ein, zwei Claims habe ich. Wir haben Tech 3, die sind eigentlich kein großes Problem, aber momentan ist meine finanzielle Situation nicht ausreichend, dass ich die angreifen kann. Thank you.
Das war gar das Renaissance wieder nicht embraced wird. Dass, wenn das nicht einmal durch ist, das regt mich irgendwie voll auf. Weil, wenn man neue Provinzen conquert oder sowas, dann ist auf einmal das nicht alles embraced. Und kriegt man hierfür auch wieder keine Punkte. Irgendwie überhaupt keinen Sinn macht, finde ich persönlich. Wenn man das einmal erreicht hat. Diese zwei Sachen brauche ich unbedingt noch. Wehe, dass man das eher den Shit kolonisiert. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass ich Martinique und Dominica kriege. Ansonsten. Portugal ist verbündet mit England und Kastil. What? Okay. Mich alle nicht. Gut. Und so müssen wir mein Geld wieder zurückbringen. Oh, was? Ich hab. Egal. Meinen ersten Rivalen. Und 28 bin ich gar nicht so schlecht. Er kommt bald in die Great Power Liga rein. Ich werde diese beiden nehmen und dann mit der Dominika und das ist einer auch in meinen Provinzen, das nervt. Vor allem hat er. Der hat auch nicht diesen. Das da hat er nicht. Vermutlich das Ding genommen. Am Anfang hat er garantiert, das habe ich schon gesehen. Aber bessere Kolonien hat er nicht. Wasted ist im Kampf gestorben. Ungeil. Brauchen noch einen General. Generalen Haldiojo. Oh, das ist ein guter General. Der gefällt mir. Immer noch Unbalanced Research. Liegt vermutlich daran, weil ich das hier habe. 7 zu 4 ist zu viel, wenn die drei auseinander sind. Mögen die gar nicht. Wunderbar. Und nirgendwo. Probleme. Zwei Gold gehen hier weg, ne? Muss ich mir vorstellen. Bald habe ich das Problem, dass ich Kolonialismus pushen muss. In Havanna. Irgendwo 10% rausrufen.
Kann ich Military Points sammeln, dann pushe ich Havanna erstmal ganz hart Military Points mäßig. Next. Um Kolonialismus rauszuholen. Uti ist bösartig. Mein Nachfolger. Okay, ich habe keine Subjects. Wir nehmen Aggressive Expansion runter. Überlege, ob ich den Fight wagen sollte. Den Aztecs und sowas. Aztecs haben 8000 ausgehoben, aber die hängen techmäßig voll hinterher, wenn ich auf 7 bin. Eine etwas größere Armee mache vielleicht. Kann ich das dann ganz gut machen. Dass ich die doch erobere. Ganz viel Land hier wegerobere wieder. Ja, ist sicher, wie ich das machen soll. Der jetzt mal 10. Okay, Loan repaid. Jetzt haben wir freie Geldbahn. Gut, als nächstes nehmen wir eine Military Idea. Frage ist welche? Vermutlich Quantity. Quantity ist immer gut. Quantity ist nie schlecht.